Danke, Frau Vorsitzende, Herr Minister, Kollegen im Bundesrat und sehr geehrte Damen und Herren, die am Livestream noch dabei sind. Die hier zu behandelnden Gesetzesänderungen umfassen die Tagesordnungspunkte 16 bis 19. Und der Kollege Schenach hat es heute schon einmal gesagt und täglich grüßt das Murmeltier. Hier müssen wir gleich wieder Gesetze reparieren, weil die Regierung hat das gemacht, was sie immer macht, nämlich Fehler. Und das kennen wir aus der Vergangenheit zur Genüge. Das ist einmal einer dieser Punkte. Besonders stark betroffen von fehlerhaften Gesetzen war immer wieder das Gesundheitsministerium unter Anschober und Mückstein. Herr Minister, Sie können beweisen, dass Sie es besser können. Zahlreiche fehlerhafte Verordnungen, aber auch natürlich verfassungswidrige Verordnungen, wovon unzählige aufgehoben wurden. Jetzt kann man sich fragen, woran könnte das liegen? Vor einiger Zeit hat die Krone getitelt: Exzessiver Alkoholmissbrauch von frühmorgens bis nachmittags im Gesundheitsministerium. Also nicht im Vizekanzleramt, im Gesundheitsministerium. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist das einer der Gründe für eine so schlechte Arbeit. Vielleicht ist es aber auch ganz einfach umgekehrt, dass eben dieser übertriebene Alkoholkonsum ganz einfach notwendig war, um diese irrsinnige Krankheitspolitik von Anschober und Mückstein überhaupt aushalten zu können. Ich kann das nicht beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, dass jede Firma, die so agieren würde und so handeln würde, wie dieses Ministerium, lange schon im Konkurs wäre. Aber wie hat diese Regierung immer so schön gesagt, koste es, was es wolle, ganz nach dem schwarz-grünen Motto, es ist ja eh nur Steuergeld. Und genau da komme ich schon zum nächsten Punkt. Ich freue mich immer, dass ich kritisiere gerade die Regierung und die SPÖ fühlt sich bemüht, dass sie da irgendwas reinbläht. Man versteht es eh nicht. Ich bin am Mikrofon, mich versteht man nicht. Sie haben aber die Möglichkeit, Sie können dann rauskommen und Sie können sich dann nachher noch einmal zu Wort melden. Und genau beim Thema Steuergeldvernichtung komme ich schon zum nächsten Punkt. Am Anfang war diese Regierung unfähig, genügend Impfstoffe für die Impfwilligen zu besorgen. Sie können sich vielleicht noch erinnern. Gemeinsam mit der EU hat man dann die Impfstoffe besorgt und die Beschaffung selbst war ein großes Geheimnis. Wahrscheinlich hat man überteuert gekauft, so wie überall. Man vergisst das leider immer wieder so schnell, was sich diese Regierung in Wahrheit schon alles geleistet hat, nämlich einen Fehltritt nach dem anderen. Dann hat man die Impfstoffe nicht ordentlich in Verteilung bringen können und danach wurden so viele Impfstoffe gekauft, dass man nicht mehr wusste, wo man es hingeben sollte. Bei einigen hat man dann einfach das Ablaufdatum verändert. Da hat sich Schwarz-Grün wahrscheinlich gedacht, egal, weil die Impfstoffe haben ja nicht einmal eine ordentliche Zulassung. Da ist ja wahrscheinlich auch egal, wenn man es umetikettiert. Vielleicht hat man sich da das ÖVP-Vorzeigeunternehmen, die Hygiene Austria, als Vorbild genommen. Ich weiß es nicht. Und damit es nicht ganz so blöd ausschaut mit der Steuergeldvernichtung, wenn man da jetzt hunderttausende Impfdosen vernichten muss, hat man diese ins Ausland verschenkt. Und was ist im Ausland damit passiert? Großteils sind auch dort die Impfmittel dann nicht verimpft worden, weil es nicht funktioniert hat und die mussten dann dort entsorgt und vernichtet werden. Da kann man eigentlich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Das ist Steuergeldvernichtung à la Schwarz-Grün auf höchstem Niveau. Das hätte in Wahrheit das Kaufhaus Österreich von der ÖVP auch nicht schlechter machen können. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu Zahlen. Für 2022 und 2023 bestellte diese Regierung 42 Millionen Impfdosen. Insgesamt sind das somit seit Pandemiebeginn rund 57 Millionen Impfdosen für Österreich. Bei angenommen 8 Millionen impfbaren Österreichern bedeutet das umgerechnet 7 Impfdosen für jeden Österreicher. Wenn man aber ursprünglich nur von 2 Impfungen ausgegangen ist und später dann von der dritten, dann wären wir immer nur bei 24 Millionen Impfdosen. Wir reden aber von 57 Millionen Impfdosen, also von knapp 2,5 so viel. Und die Leiterin der gesamtstaatlichen Krisenkoordination, also die Frau Reich von GECKO
und ihr dazugehöriges Chamäleon, der Tarnanzugsgeneral Stridinger, haben es ja bereits im Auftrag dieser Regierung angekündigt. Der vierte Stich wird notwendig sein. Komisch an der gesamten Geschichte ist aber nur, dass die 7 Impfdosen für jeden Österreicher schon lange bestellt waren. Da war von der vierten Impfung noch überhaupt gar keine Rede. Und Sie wundern sich, meine Damen und Herren, wenn Ihnen niemand mehr traut. Ihnen kann man nicht trauen. Und ich sage Ihnen auch etwas ganz persönlich von mir zu Ihrer Impfpflicht, zu Ihrer schwarz-grün-rot-pinken Impfpflicht. Ich habe jetzt bereits 2-mal Corona gehabt. Einmal Delta und jetzt vor kurzem nochmal Omikron. Und obwohl ich 2-mal ungeimpft und 1-mal ungeboostert bin, habe ich beides ganz leicht unbeschadet überstanden. Zuletzt Omikron mit einem leichten Halskratzen. Also sage ich Ihnen, Sie können sich Ihre 2 Impfungen, den Booster, den Turbo-Booster, den Super-Booster und den Mega-Super-Hyper-Booster einrechsen. Ich werde ihn nicht nehmen. Ich habe mich in der Vergangenheit an Ihre evidenzlosen Abstands- und Maskenvorschriften sowie an andere Widersinnigkeiten dort, wo ich musste, auch daran gehalten. Aber Sie, meine Damen und Herren, Sie werden mich sicher nicht in die Nadel zwingen. Sie schreiben mir nicht vor, welches Medikament oder welches experimentelle Mittel ich mir in meinen Körper spritzen lasse. Und so wie es mir geht, so sehen das auch hunderttausende Menschen in Österreich und all jene, die sich nur impfen lassen haben, um ihren Corona-Schikanen zu entgehen, die werden sich größtenteils auch nicht mehr von ihnen zwangsbehandeln lassen. Und da komme ich gleich zum nächsten Thema, die Impfbefreiung. Und da versagen sie auch auf voller Linie oder, und auch das halte ich für möglich, sie schikanieren unsere Landsleute, die eine solche Impfbefreiung brauchen, absichtlich. Zuerst heißt es von ihrer Seite, die alten Impfbefreiungen gelten nicht mehr. Da hat man schon mit einmal irrsinnig viel Verunsicherung in die Bevölkerung gebracht. Jetzt gelten sie doch wieder, weil wir Freiheitliche natürlich dafür gekämpft haben. Aber die Bevölkerung wird desinformiert und sie lassen wieder alle im Unklaren. Jetzt frage ich mich, ist das Absicht oder ist das Unvermögen von Ihnen? Das würde ich gerne wissen. Und jetzt durfte jedes Bundesland eine EDV-Stelle einrichten, das haben wir gerade vorher gehört, wo man als Betroffener, als jemand, der eine Impfbefreiung erwirken will, seine Gesundheitsdaten hinaufladen darf, um dann anonymisiert eine Ablehnung zu erhalten. Und man hat dann nicht einmal eine Ahnung, wer diese Ablehnung angeordnet hat. Man hat keine Ahnung, an wen man sich danach wenden soll. Vielleicht war es ein Amtsarzt, aber vielleicht war es auch irgendein ÖVP-Günstling, ein Parteisoldat, der wieder irgendwo hat versorgt werden müssen auf einen Posten. Man weiß es nicht. Und da brauchen Sie nicht so betroffen schauen, meine Damen und Herren von der ÖVP, währenddessen wir da im Bundesrat gesessen sind, war heute wieder ein spannender Tag im Untersuchungsausschuss. Ich habe jetzt ein bisschen was nachgelesen. Das kommt nicht von irgendwoher, die Anschuldigungen, die ich gegen Sie vorbringe. Und weiters mitten hinaufladen auf eine Internetseite mit der DSGVO, ja, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich kann mich erinnern, vor wenigen Jahren war alles nur Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz. Der Datenschutz ist mit Corona gefallen. Das ist Ihnen wurscht. Der spielt auf einmal keine Rolle mehr. Das heißt, ein persönlicher Termin beim Arzt, Fehlanzeige. Ein persönliches Gespräch für eine Impfbefreiung beim Arzt, Fehlanzeige. Aber eine anonymisierte Ablehnung. Und so gehen Sie mit der eigenen Bevölkerung um. Und was steht da noch in diesem Gesetz drinnen? Bei tätiger Reue braucht man keine Strafe zahlen. Ja, tätige Reue, das erinnert mich dann gleich wieder ein bisschen an Strafrecht. Da denke dann wieder zurück, wie der Nehammer damals zu den Ungeimpften gesagt hat, sie sind Gefährder, also er hat sie mit potenziellen Terroristen verglichen. Dann ist die Impflotterie gekommen, da bin ich jetzt bei der SPÖ, die hat das heute schon angesprochen.
Mit der Impflotterie hat man die Karotte vor die Nase gehalten von der SPÖ, damit sie ja wieder überall mitstimmen. Es wäre gar nicht notwendig gewesen, die stimmen sowieso überall mit. Ja. Das Problem von der SPÖ, die SPÖ lernt einfach nicht dazu, sie ist unbelehrbar. Man, jeder, der lange genug darin ist, weiß doch, dass man dieser ÖVP in Wahrheit nicht mehr trauen kann. Also die Impflotterie war genauso erfolgreich wieder wie das Schramböck-Kaufhaus Österreich. Und statt der Impflotterie gibt es jetzt Geld für eine Gemeindepropagandaaktion. Damit sollen jetzt die Einwohner davon überzeugt werden, impfen zu gehen. Aber dass das wahrscheinlich genauso nicht funktionieren wird, sehen wir ja an den Zahlen. Und jetzt zur Impfpflicht. In der Beantwortung des Gesundheitsministers oder des Gesundheitsministeriums an den Verfassungsgerichtshof wurde angeführt, dass Gott sei Dank kein einziges Kind unter 15 Jahren an Covid-19 verstorben ist. Zwischen 15 und 20 Jahren sowie zwischen 20 und 25 Jahren ist jeweils eine Person verstorben. Vorerkrankungen werden nicht erwähnt. Und das Durchschnittsalter, und ich weiß, dass jeder Mensch, der stirbt, für irgendjemanden eine furchtbare Tragödie ist, aber trotzdem, das Durchschnittsalter der Verstorbenen mit Covid-19 als Todesursache liegt in Österreich bei 82,5 Jahren. Also, meine Damen und Herren, fällt Ihnen etwas auf? Wie begründen Sie eigentlich eine Impfpflicht? Weshalb soll es da eine Impfpflicht geben? Ich persönlich empfinde das, was Sie hier mit dieser Impfpflicht machen und vor allem mit den ganzen Maßnahmen durch die Hintertüre, die ja noch viel schlimmer sind, die ja einem Impfzwang gleichkommen, nämlich Jobverlust, kein Geld bei Arbeitslosigkeit, kein Zugang zum Studium, Ausgrenzung und Stigmatisierung von Ungeimpften, bis hin zu den Kindern haben Sie das getrieben. Das persönlich empfinde ich als Verbrechen an der Menschheit. Und dann, meine Damen und Herren, niemand weiß, ob die vermeintlichen Impfstoffe bei künftigen Mutanten, falls es überhaupt welche gibt, helfen werden. Und deshalb sage ich Ihnen, Herr Minister, ein dreimonatiges Aussetzen der Impfpflicht, so wie das jetzt heute gemacht wurde, das ist ganz einfach zu wenig. Dieses Impfpflichtgesetz gehört zurückgenommen, abgeschafft und geschreddert. Herr Bundesrat, darf ich Sie bitte an Ihre Redezeit erinnern? Frau Präsidentin, danke für den Hinweis. Es ist leider das Thema zu wichtig. Ich kann mich nicht daran halten. Ich verspreche, aber ich werde es bei zukünftigen Reden, wenn das Thema nicht so wichtig ist, werde ich das wieder alles einsparen. Dann denke ich, Herr Bundesrat, dass wir das wirklich im Präsidium besprechen, weil ich frage mich schon langsam, warum wir in der Präsidiale diese Themen nicht besprechen. Wir müssen uns bitte, wir haben hier eine Vereinbarung, wir sollen uns dran halten. Sie reden jetzt 13,5 Minuten. Also gut. Danke nochmal für den Hinweis. Wie gesagt, mit uns wurde diese Vereinbarung so nicht getroffen. Wenn das eine alte Vereinbarung ist, dann muss man sich überlegen, ob man es vielleicht nochmal neu trifft. Aber das Gute und das Schöne daran im Bundesrat ist das. Im Nationalrat haben wir nicht die Möglichkeit. Und welches unfaire Spiel die ÖVP gespielt hat gestern im Nationalrat, haben wir ja gesehen. Der Gust Wöginger geht nachher aus und redet dann nur mit 13 Minuten, weil er gewusst hat, dass die kleinen Parteien, die Oppositionsparteien, keine Redezeit mehr haben. Wir lassen uns hier unser demokratisches Recht zu reden sicher nicht nehmen. So schaut's aus, meine Damen und Herren. So. Und trotzdem muss man sagen, das Aussetzen ist zumindest einmal ein kleiner Teilerfolg. Es ist zu wenig, aber ein kleiner Teilerfolg. Und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle all jenen, nämlich den Demo-Teilnehmern, die jetzt über Monate lang oder Jahre lang sogar jetzt durchgehalten haben und friedlichen Widerstand mit uns gemeinsam geleistet haben, gratulieren zu diesem Etappensieg mit der Aussetzung. Unsere gemeinsame Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt und es wird noch mehr gehen. Und auch das will ich ansprechen, wir müssen wachsam bleiben, wir müssen wachsam sein.
Wir müssen nur schauen, die SPÖ hat ja schon kritisiert. Die SPÖ ist ja gegen die Aussetzung und für die Beibehaltung der Impfpflicht. Und die Frau Edtstadler hat heute Vormittag erklärt bei der Regierungserklärung, es kann jederzeit wieder aktiviert werden. Das ist das Tolle am Gesetz, wenn das nächste Virus kommt, dann und Impfpflicht und da kommt schon eine. Ja? Meine Damen und Herren, das habe ich persönlich als Drohung empfunden, nur so nebenbei. Und liebe ÖVP, weil sie hier gerade lacht, sie will euch noch anzogen. Der Böbel hat es euch gezeigt. So schaut's aus. Und die Beantwortung von Mückstein an den Verfassungsgerichtshof hat noch etwas ganz klar aufgezeigt, nämlich dass diese Regierung, insbesondere das Gesundheitsministerium, unfähig war, auch nur irgendwelche validen Zahlen zur Pandemie zu liefern. Und deshalb, meine Damen und Herren, unterstützen wir Sie heute mit einem Antrag, dass zumindest für die Zukunft Erfahrungswerte vorhanden sind und Sie auch ganz klar sehen, dass Sie von Schwarz-Grün viel mehr Kollateralschäden angerichtet haben durch Ihre überzogenen und unverhältnismäßigen Maßnahmen, als das Virus jemals angerichtet hätte. Und darum stellen wir heute folgenden Entschließungsantrag der Bundesräte Andreas Arthur Spanring, Christoph Steiner, Dr. Johannes Hübner, Markus Leinfellner. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere das Bundesministerium für Justiz und der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie der Bundesminister für Finanzen wird aufgefordert, dem Bundesrat einen Bericht über die Anzahl der Bürger Österreichs, die durch die Covid-19-Maßnahmenregelung und ihre gesetzwidrigen Verordnungen und verfassungswidrige Gesetze psychisch, physisch sowie auch finanziellen Schaden genommen haben, bis 29. Juni 2022 zuzuleiten. Meine Damen und Herren, mir ist natürlich klar und ich gehe davon aus, dass Sie unserem Antrag Ihre Zustimmung verweigern werden, weil es wäre doch ein Spiegel der Schande, den Sie sich selbst damit vorhalten würden. Nichtsdestotrotz haben Sie es in der Hand. Machen Sie einmal etwas Sinnvolles für Österreich. Unterstützen Sie unseren Antrag und danach treten Sie zurück und machen Sie Platz für Neuwahlen.